Herzlich willkommen, nicht vom Weltacker, wie angekündigt, wieder Spice Village Tempelhof. Und ich habe hier unsere ersten zwei Kandidaten. Hier sind sie. Die gehören beide, das ist, muss man vielleicht mal ein bisschen ins Allgemeine gehen. Wenn wir Bohnen sagen, haben wir im Prinzip, oftmals sprechen wir über zwei verschiedene Gattungen. Das eine ist die Gattung Phaseolus, die kommt aus Amerika. Und das ist die, die wir im Garten bei uns anbauen, die Gartenbohne. Dann gibt es aber noch die andere Gattung, die heißt Vigna und die kommt aus der alten Welt, hauptsächlich aus Asien. So, das ist sozusagen, könnte man so sagen, das ist eigentlich unsere heimischen Bohnen, sind diese Vigna-Spezies. Die werden aber nur noch ganz wenig angebaut. Und hier habe ich zwei, also vor allem hier in Deutschland werden die wenig angebaut, woanders schon. Ja? Hier habe ich zwei von denen, die gehören beide zu dieser Gattung Vigna. Das eine ist die Urtbohne. Ja, Urit Bean steht hier auf Englisch drauf, schwarz, steht da so und ganz klein, ja, fast so die Größe von Linsen. Ja, das wäre der erste Kandidat. Und dann hier die Mungbohne. Ja, das ist auch eine Vigna-Art, auch so ganz klein und grün. Die sind im Geschmack ziemlich ähnlich. Und beide werden auch also sozusagen als Curry in Curry, ja, wenn ihr das so hört, Dal Curry, dann ist oftmals eine Uritbohne oder eine Mungbohne drin. Und die können aber auch sehr, sehr gut zu Pasten verarbeitet werden. Und was viele nicht wissen, die Sojakeime, die ihr keimt, das sind oftmals Mungbohnenkeime. Ja, die werden, ihr esst gar keine Sojakeimlinge, sondern ihr esst Mungbohnenkeimlinge. Das heißt, wenn ihr mal sehen wollt, wie die Pflanze aussieht, die dann draus wird aus euren Keimlingen, dann wählt bitte die Mungbohne. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie die Uritbohne aussieht, dann wählt die Uritbohne und dann pflanze ich euch nächstes Jahr die Uritbohne in Bangor. Mal sehen, wie sie sich da wohlfühlt. Okay. Hat dir das Video gefallen? Dann guck doch einfach mal in unseren sozialen Medien nach. Die Links sind in der Videobeschreibung unter dem Video. Und ja, vergiss nicht, auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Und wenn du mehr wissen möchtest, gibt es auf unserer Website mehr Infos.